Unsere kleine Angelgruppe besuchte dieses Jahr mit Angelreisen Hamburg den Dyreusund. Es sind nagelneu errichtete Häuser, die wirklich alle Annehmlichkeiten haben. Ihr könnt direkt mit dem Auto vorfahren, ausladen. Die Boote stelle ich euch separat vor. Die sind unglaublich. Habt ihr schon mal Angelboote erlebt mit gepolsterten Ledersitzen, die wie ein Captain Chair nach rechts und links drehbar sind? Also hier gewinnt das Wort Angelurlaub nochmal eine völlig neue Bedeutung. Ich meine, wir Angler sind ja alle Minimalismus gewohnt. Wenn du nach Norwegen reist, erwartest du nicht irgendwie ein 5-Sterne-Hotel oder sonst was. Es ist einfach geil. Es ist geil hier. Oh, 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 oh! Jawoll! Jawoll! Heilbutt. Finally. Das war ein und verkehrt. Da, jetzt Herz hoch. Sonnenuntergang. Ja. Das wär's, wa? Sehr schön. Lass dir Zeit. Ja, ja. Da kommt er. Da kommt er, ja. Und der hat eine gute Größe. Matthias, wie weit bist du? Ja, guter Startschuss, so geht's jetzt weiter, oder? Ja. Jetzt schauen wir uns die Häuser von innen an. Ihr habt in diesen Häusern ein Zweibettzimmer und zwei Einzelbettzimmer im Obergeschoss, ein großzügiges Bad mit Dusche und WC und im Obergeschoss bei den zwei Einzelzimmern befindet sich nochmal ein kleines WC. Ich sitze gerade hier im Wohnbereich mit einer Couch und zwei Sesseln und hinter mir seht ihr jetzt die neue Küche mit dem Esszimmertisch. So, ich zeige euch jetzt noch ganz kurz den Geräteraum. In diesem Raum könnt ihr eure Sachen aufhängen, wenn die abends nass sind. Der hat eine Heizung. Ihr könnt den abschließen. Und jedes Haus hat seinen eigenen Trockenraum. Genau. Das finde ich toll. Wir haben schon Anlagen erlebt, wo man dann seine Klamotten und seine Handschuhe abends zum Trocknen mit 20 anderen aufhängen musste. Und dann am nächsten Morgen fehlten irgendwie die Handschuhe oder irgendwas anderes. Deswegen, super klasse. Ihr müsst hier mit keinem teilen. Wer ein Haus hat, hat einen eigenen Trockenraum. Kommen wir zu den Booten. Ihr habt hier vom norwegischen Hersteller Gemi die Gemi 625 BF Boote mit einer Länge von 6,25 Meter. 10 Rutenhalter an Bord, auf dem Dach 4, hinten dran 4, hier vorne nochmal 4, sind eigentlich 12, egal. Mehr als genug Rutenhalter,
Denkt dran, für die, die sich das erlauben können, so wie wir, wenn er mit dem Auto hochkommt, packt trotzdem noch ein paar Rutenhalter für die Seite ein. Dann könnt ihr vermeiden, dass ihr hier die Angeln auf diesem Schaumgummi ablegt. Also ich stehe drauf, meinen eigenen Rutenhalter dabei zu haben, sodass man bei wenig Drift zum Beispiel auch mal ein bisschen Trolling machen kann. Diese Boote verfügen über diese wirklich komfortablen, tollen, gepolsterten Ledersitze, die man beim Angeln auch drehen kann. Was ich in meinem Norwegen-Urlaub noch nie hatte, war ein Radio. So, ich würde mal sagen, einem gechillten Angelurlaub steht da nichts im Weg, oder? Doch, das Wetter. Aber das ist heute blendend. So, der Matthias hat 5 Minuten nach dem Reinlassen auf dem roten 200 Gramm Pilker einen richtig fetten Biss. Sehr schön! Und neu. Bin da mal gespannt. Da freut sich jemand. Erstmal hochholen. Ja. Ja. Geil, oder? 9,10 Meter. Wahnsinn. Ich stehe jetzt hier auf der großzügigen Terrasse der Anlage und erzähle euch mal ein bisschen was über Tom und Rolf, die Eigner. Für alle die, die mit Flugzeug hier anreisen, ich kann euch beruhigen, die zwei kümmern sich herzlichst um euch. Vom Flughafentransfer, der pünktlich ist, über Einkäufe, die ihr noch tätigen müsst, die in 5 bis 10 Minuten Entfernung im nächsten Dorf stattfinden können, unterstützen die euch bei allem, was ihr braucht. Die fahren euch rüber, die bringen euch Sachen, wenn ihr irgendwas braucht. Hier gleich hier im Nebenhaus sind 3 Jungs aus Augsburg, die haben wir jetzt kennengelernt. Die brauchten irgendwie, dem ist beim Transport eine Kiste kaputt gegangen und da kam gleich der Rolf an und ja, besorgt mit dir was Neues und dann hat er da eine neue Kiste geschenkt bekommen. Also es ist wirklich eine sehr herzliche Art und Weise, wie ihr hier aufgenommen werdet. Und ich finde, das zeichnet eine gute Anlage mit aus. Neben den Häusern und den Booten geht es ja doch darum, dass man sich für die Zeit, die man hier im Urlaub ist, ja, einfach wohlfühlt. Ja? Und da kann ich nur sagen, Rolf und Tom, erste Sahne. Kein Heilboot, aber er wiegt gut. Wie sagt man dazu? Doppeldorf. Jawoll. Baby.
Und Andreas ist der erneute Glückliche. Er überlegt. Ach nö. Und tut waren wir die 10 Meter eingeholt. Ja, also der hat über einen Meter. Wird er 1,50 Meter sein, oder? Also in den Rinden, ja. Es geht gar nichts. Jetzt hat er uns wieder in die Sonne gedreht. Ja, kannst arbeiten für deinen Lohn. Griff war 0, seit du den dran hast, haben wir Griff von 2. Kann man rauskriegen. Der übersteigt nochmal den Butt von Meham. Das auf jeden Fall. Keine Ahnung. Erstmal rausholen. In 2 Stunden. Ja. Und da hinten kommen die Tümmler und schnappen dir den weg. Na? Er will noch nicht. 30 Meter. 60 Meter. Und läuft. Er ist wieder unten. Er hat noch was anderes. Boah, guck mal hier, das ist noch was. Das ist doch keine Ahnung. Hoch, 30 Meter und gleich wieder runter. Also die Hälfte hat es nur oben. Jetzt liegt er wieder am Grund. Andreas. Das war jetzt die 4. Flucht. Wir brauchen noch eine Weile, bis er müde ist. Ja. Der ist groß. Wir können weiter angeln. Du kannst so lange pilken. Wenn ich mal reinkommen würde. Einfach seitlich hochschieben. Also. Und? Genau. Sauber! Punkt Nummer 2. Jawohl. Ihr habt direkt neben den Häusern hier an der Anlage eine Hütte, in der ihr euch auch bei schlechtem Wetter abends reinsetzen könnt. Ihr könnt hier grillen und Feuer machen und sitzt hier auf super kuscheligen, warmen Fellen. Und wir nutzen das heute, um mal unsere Würstchen, die wir mitgebracht haben, zuzubereiten.